Da wir als Marketing-Menschen immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß stehen mit Datenschutz, das liegt in der Natur der Sache, haben wir uns Experten eingeladen von meindatenschutzbeauftragter.de, die hier auch bei uns um die Ecke quasi sitzen, normalerweise, aber glaub, momentan sitzen sie wie alle im Homeoffice. Bei uns sind heute Thorsten und ich, Thorsten, ich würde dich mal bitten, dich einfach mal dazu zu schalten, wenn du mich hörst. Und der Tobias. Da ist der Thorsten Hofer von Hallo. meindatenschutzbeauftragter. Moin. Und Moin. nebenbei sitzt noch Tobias, alle im Homeoffice. Wir müssen uns für einen kleinen Fauxpas am Anfang entschuldigen. Wir haben etwas früh gestartet mit der Aufnahme. Das liegt daran, dass wir die Software nicht so richtig bedienen können. Es gibt da was Neues. Kleiner Spaß am Anfang. Genau. Kannst du mal bitte eine Folie weiterschalten, Thorsten? Ja, genau. Danke. Genau. Ich erkläre euch kurz, wie das Ding hier funktioniert. Viele von euch waren ja schon mal da. Wir hatten heute wieder über 1300 Anmeldungen. Das freut uns immer sehr, dass das so gut angenommen wird. Und auch zu diesem relativ trockenen Thema. Kurz erklärt, was ihr mit der Software machen könnt. Ihr seht rechts das GoToWebinar-Bedienpanel. Für alle, die es interessiert, das ist eine Software, um Webinare auszuführen. Man kann auch Meetings mitmachen und so weiter, weil die Frage kam schon gerade im Chat, weil ja viele gerade Homeoffice machen sie viel mit Zoom oder mit anderen Anbietern. Wir nutzen jetzt hier für das Webinar GoToWebinar. Ihr seid alle stumm geschaltet, sonst würden wir euch alle hören. Das macht keinen Sinn. Aber ihr könnt uns Fragen stellen und das bitte auch tun. Nämlich Tobias und Kollege sitzen nebenbei und versuchen eure Fragen zu beantworten. Bitte denkt daran, dass wir nicht jede Frage beantworten können, weil wie gesagt, wir haben jetzt schon 300 Teilnehmer, die live dabei zuschauen und zuhören. Also bitte nicht böse sein, wenn wir nicht jede Frage beantworten können. Wenn noch was am Ende offene Fragen sind, dann könnt ihr das gerne den Thorsten und Tobias per E-Mail fragen. Die freuen sich über jede Frage von euch. Genau. Also einfach dann in das Fragenfenster reinschreiben. Und wenn ihr uns hört, würde ich euch mal bitten, einfach mal in das Fragenfenster jetzt jeder reinzuschreiben, von wo ihr uns zuhört und zuschaut, damit wir sehen können, dass ihr uns auch hört. Also einfach mal reinschreiben, woher ihr kommt. Okay, alles klar. Funktioniert. Hervorragend. Es ist immer sehr beeindruckend. Cool, aus Wien. Geil. Aus Kaltern. Sehr schön. Wir werden zwischendurch immer Pause machen. Und die Fragenrunden zwischendurch einfach durchführen. Das heißt, da werden wir Fragen, die von allgemeinem Interesse sind, nochmal versuchen zu beantworten. Also immer zwischendurch machen wir mal eine Pause für die Fragen. Am Ende könnt ihr das Webinar bewerten. Da wir heute zwei externe Kollegen dabei haben, gibt es hier nur Einsen und Zweien, bitte. Ich möchte da nichts Schlechteres sehen. Und die Präsentation wird euch am Ende zur Verfügung gestellt. Morgen bekommt ihr einen Link mit dem Video. Du könnt ihr das Video nochmal nachschauen. Wir zeichnen das auf. Wir schneiden wahrscheinlich die ersten 10 Minuten weg. Oder vielleicht lassen wir auch dran. Also morgen gibt es eine Mail mit dem Link auch an alle, die nicht teilnehmen heute live dabei sind, mit dem Video. Und auch allen Links, die wir heute nochmal erwähnen, die wichtigen Links von Tools, die wir nutzen, die kommen da auch mit rein. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich fast nichts aufschreiben, weil ihr bekommt alles. Und die Präsentation, Full Service, wird auch noch am Ende, wenn ich dran denke, wenn ich bitte Bescheid sagen, in das Tool geladen, sodass ihr dann entsprechend die Präsentation mit den ganzen Slides, die wir heute hier zeigen, auch habt. Genau. Ich glaube, ich bin fertig. Heute ist es entspannt für mich, weil ich einfach nur zuhören darf, was Thorsten und Tobias zu verkünden haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit Thorsten Hofer und mit Tobias Knetsch vom meindatenschutzbeauftragter.de und bedanke mich jetzt schon bei euch, dass ihr das für uns macht und unsere Kunden jetzt aufschlaut mit Datenschutz-Know-how. Viel Spaß. Prima, Timo. Vielen Dank für das Intro. Gerne. Ja, mein Name ist Thorsten Hofer. Kleines Intro zu unserem Unternehmen. Ich bin von meinem Datenschutzbeauftragter. Wir sind eine Marke der Herold Unternehmensberatung, ein familiengeführtes Beratungshaus seit 2009 im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit. Wir beraten branchenübergreifend und sowohl kleine und mittlere Unternehmen als auch Großkonzerne.
Wir haben unseren Hauptsitz in Lübeck. Ich selbst sitze hier im sonnigen Mainz heute in der Zweigniederlassung und wir beraten innerhalb ganz Deutschland. Wir haben auch Frankreich, Österreich, Schweiz dazu, aber der Fokus liegt auf Deutschland. So. Ich selbst bin seit 2007 im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit, habe auch für kleine mittlere Unternehmen, kleine mittelständige Unternehmen als auch große Konzerne gearbeitet, sowohl in der Datenschutz- als auch in der IT-Sicherheit und auch im Notfallmanagement. Bin zertifizierter Datenschutzbeauftragter, Auditor und Lead Auditor ISO 27001. So, das soll es auch schon zu mir gewesen sein und zu uns. Die Inhalte des heutigen Webinars: Wie erkenne ich die Verschlüsselung meiner Webseite und was ist aktueller Stand der Technik? Werden Google-Dienste richtig eingebunden? Das waren auch einige Fragen, die an uns gestellt wurden. Welche Cookies sind in Verwendung und wie ordne ich diese richtig zu? Hier wurden auch Fragen gestellt zu Cookie Consent Tools. Auch darauf werde ich eingehen. Eine weitere Frage ist, was muss die Datenschutzerklärung beinhalten, im Hinblick auf Cookies und Analyse-Tools? Das heißt, ich werde kurz die Inhalte vorstellen, eine Datenschutzerklärung, werde auch auf Cookies und Analyse-Tools eingehen, wie man herausfindet, welche Cookies, welche Analyse-Tools eingesetzt werden, aber auch, wie man diese in der Datenschutzerklärung letztendlich beschreibt. Welche Drittanbieter habe ich auf meiner Webseite eingebunden? Häufig ist es so, dass Marketing, also die Abteilung Marketing, hier sehr forsch ist und sehr schnell sich auch weiterentwickelt und auch die Anbieter auf der Unternehmenswebseite testet. Von daher gehen wir auch darauf ein, wie die Drittanbieter zu identifizieren sind und wie mit denen zu verfahren ist. Letzten Endes noch die Hilfestellung durch meinen Datenschutzbeauftragten. Wie können wir Sie dabei unterstützen? So. Ich habe hier ein Tool, das nennt sich Indicate TLS. Damit prüfe ich die Verschlüsselung. So, hier kamen mehrfach Fragen, wie kann ich denn die aktuelle Verschlüsselung auf meiner Webseite testen? Was ist Stand der Technik? Und das zeige ich euch jetzt auf zwei Wegen. Zum einen habe ich das Tool Indicate TLS, aber auch die manuelle Prüfung. So, zeige euch mal, wie das aussieht in der Website, auf der Webseite. So. Ich habe hier die Webseite Check Domain angegeben. Wenn man das Add-on, also hier, ich benutze den Mozilla Firefox, wenn man das Add-on Indicate TLS sich installiert, dann bekommt man hier oben in der URL-Leiste ein kleines Symbol angezeigt. TLS V1.2 heißt das hier in diesem Falle. Das heißt, er zeigt immer die höchst eingesetzte TLS-Version an. Wir können hier auf Ressourcen klicken und hier auf die Website www.checkdomain.de Test starten. Dann läuft im Hintergrund eine Verknüpfung zu SSL Bohr Labs und hier wird die TLS-Verschlüsselung analysiert. Zuvor noch eins vorab. Aktueller Stand der Technik heißt Forward Security oder Forward Secrecy muss aktiviert sein. Das heißt, immer dann, wenn wir personenbezogene Daten über das Internet übermitteln, aber auch aus IT-Sicherheitsgesichtspunkten, ist es wichtig, Forward Secrecy, Forward Security einzusetzen, zu aktivieren, weil bei jedem neuen Verbindungsaufbau wird ein neues Schlüsselpaar generiert. Das steckt hinter Forward Secrecy. So, wir gucken uns mal den Test an von SSL Labs Qualys. Also wie gesagt, das ist der Test, den man hier startet über den Klick auf Indicate TLS, auf die Ressourcen und dann Test starten. Ich habe das schon mal im Vorfeld gemacht, weil der Test ungefähr so 3 bis 5 Minuten braucht. Hier kommt das Ergebnis raus für Check Domain. Ich gehe jetzt gar nicht auf alle Punkte ein. Uns interessiert heute nur die TLS-Verschlüsselung. So, ich scrolle mal runter zur Konfiguration. So, das heißt, man sieht hier die eingesetzten TLS-Versionen. Das höchst angezeigte haben wir oben in der Statusleiste gesehen, TLS 1.2. Wir sehen auch jetzt hier auf der Seite SSL Labs schon, die höchst eingesetzte TLS-Verschlüsselung seitens Qualys ist 1.3. Die Seite Check Domain setzt unter anderem auch die TLS-Version 1.1 und die TLS-Version 1.0 ein.
Manche Unternehmen setzen noch SSL vor, also Version 3 ein. Und das entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Zum Stand der Technik komme ich dann gleich noch, erkläre, was dahinter steckt. So, jetzt haben wir hier in der Auswertung noch eine weitere Auswertung. Wir sind bei TLS 1.2. Also grundsätzlich ist zu empfehlen, TLS 1.0 und 1.1 entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sind als Empfehlung abzuschalten. Immer dann, wenn wir personenbezogene Daten übertragen über das Internet. Bei der Version TLS 1.2 gibt es nun eine Reihe von Cypher-Suiten. Cypher-Suiten sind der jeweilige Schlüssel. Und unter diesen Schlüsseln in der TLS-Version gibt es schwache Schlüssel, die eine Sicherheitslücke darstellen. Das heißt, man müsste, die Empfehlung ist nun, wenn man TLS 1.2 einsetzt, müsste man all diese Cypher-Suiten per Skript unterbinden. So, das heißt, zukünftig würde unser Server nicht mehr all die hier aufgeführten Cypher-Suiten anbieten, sondern nur noch die starken grün hinterlegten Cypher-Suiten. So, das zum einen zur Verschlüsselung, wie man die denn herausfinden kann. Was ist denn der Stand der Technik und wie ist die Verschlüsselung meiner Webseite? Was sind die gesetzlichen Anforderungen? Ich habe hier mal die gesetzlichen Anforderungen herausgenommen. Wir haben einmal immer dann, wenn ein Unternehmen eine Webseite online stellt, ist sie nach § 13 Absatz 7 Telemediengesetz verpflichtet, die personenbezogenen Daten zu schützen. So, wir haben aus der Datenschutzgrundverordnung eine Reihe von Anforderungen, Artikel 32, das sind die technischen Maßnahmen, technisch-organisatorischen Maßnahmen. Wir haben die Vertraulichkeit und Verschlüsselung auch aus der IT-Sicherheitsbrille heraus. Und wir haben aus Artikel 32 DSGVO die Berücksichtigung des Stand der Technik. Ich habe mich immer gefragt, woher Stand der Technik kommt und ist auch nirgendwo weder im Telemediengesetz noch in der Datenschutzgrundverordnung zu lesen, auch nicht im Bundesdatenschutzgesetz, was denn Stand der Technik ist. Die Gesetzgeber, also die Juristen und Gerichte, haben dazu das Bundesemissionsschutzgesetz herangenommen. Und dort steht drin, Stand der Technik, ich habe den Text hier etwas verkürzt dargestellt. Stand der Technik im Sinne des Gesetzes, des Bundesemissionsschutzgesetzes, ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren zur Vermeidung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt und Erreichung eines allgemeinen hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt. Das hat man adaptiert für den Datenschutz und für die IT-Sicherheit. Und hier würde man denn die Auswirkung auf die Umwelt und das Schutzniveau für die Umwelt hat man ersetzt durch die Auswirkungen auf personenbezogene Daten beziehungsweise Schutzniveau für die personenbezogenen Daten für die einzelnen Betroffenen. So hat man aus den Gerichten her den Blick auf andere Urteile oder andere Gesetze genommen und den Stand der Technik definiert. Genau, hier habe ich es geschrieben, die Legislative hat den Stand der Technik zum Schutz der personenbezogenen Daten adaptiert. Die Cypher-Suiten. Woher weiß man denn nun, welche Cypher-Suiten schwach sind und welche nicht? Welche empfohlen sind und welche nicht? Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat verschiedene Broschüren rausgegeben zu Algorithmen und Schlüssellängen. Das ist hier jeweils die Abkürzung BSI TR, Technische Richtlinie 02022 und andere Versionen. Hier wird beschrieben, so unter Punkt 2 zum Beispiel, Forward Secrecy. Das hatten wir eben, Forward Secrecy. Bei Einsatz von TLS bei der Übertragung von Daten ist die Version TLS 1.2 in Kombination mit Perfect Forward Secrecy oder die TLS Version 1.3 mit Perfect Forward Secrecy einzusetzen. So, in diesen Richtlinien ist definiert, welche Cypher-Suiten stark sind, welche Cypher-Suiten schwach sind und welche Cypher-Suiten eingesetzt werden müssen, wenn personenbezogene Daten über das Internet, also über die Webseite kommuniziert und übertragen werden. Das Fazit, wann muss man denn überhaupt eine Webseite verschlüsseln? Wann muss man TLS-Verschlüsselung einsetzen? Überall, wo personenbezogene oder personenbeziehbare Daten übertragen werden, das heißt,
Die meisten Beispiele sind Kontaktformulare, Shops, wenn Sie einen Online-Shop anbieten, wenn Sie Zahlungsdaten übermitteln, wenn Sie Foren anbieten mit Anmeldungen, wenn Sie Newsletter anbieten, man sich mit personenbezogenem Datum einträgt oder wenn IP-Adressen übertragen werden. Hat jemand Fragen bis hierher? Also ein paar Fragen sind schon reingekommen. Ich weiß nicht, Tobias, willst du mal den Fragenpart übernehmen? Ja, ich habe schon versucht, auch so ein paar Fragen natürlich zu beantworten. Ich hoffe, das geht in der richtigen Geschwindigkeit, wie sich das alle vorstellen. Timo, wie macht ihr das denn sonst? Werden die Fragen vorgelesen, dass man das dementsprechend beantwortet? Oder wie ist da so deine Frage? Genau. Richtig, genau. Also vielleicht nochmal zum Thema Bildschirm. Also das ist eine andere Frage, das ist eine technische Frage. Hatte ich vergessen am Anfang zu sagen. Wenn wir hier einen Bildschirm teilen, müsst ihr bitte euer Webinarfenster auf Vollbildschirm machen, sonst seht ihr teilweise, leider ist das sehr, sehr klein teilweise. Also die Frage kam mehrfach. Also bitte Webinarfenster auf Vollbildschirm. So, genau. Genau. Viele Sachen sind noch reingekommen, dass Ton weg war und so weiter und so fort. Das liegt wahrscheinlich daran, dass momentan in Deutschland ganz, ganz viele, nicht nur in Deutschland, auch in der ganzen Welt, ganz, ganz viele unterwegs sind im Netz. Es kommen jetzt ein paar Fragen reingerasselt. Ich versuche das jetzt nach und nach mal zu beantworten. Seht es mir nach, wenn ich da ein paar Minuten für brauche, überhaupt keine Frage. Aber ich versuche auf all eure Fragen hier mal einzugehen. Sollte ich das jetzt in den nächsten Minuten nicht hinbekommen, ruft uns gerne an oder schreibt uns noch kurz eine Mail. Wir gehen auf die Fragen dann auf jeden Fall ein. Überhaupt kein Thema. Vielleicht eine Frage, die ich jetzt gerade sehe, die ich von auch schon, die ich mir selbst auch gestellt habe. Bei der Übertragung der IP-Adresse durch Dritte, sagtest du, Thorsten, dass da auch SSL eingeführt werden oder eingesetzt werden muss. Was kann das zum Beispiel sein? Also was ist ein drittes Tool, was IP-Adressen mitschneidet? Der Klassiker ist natürlich Google Analytics. Ja. Und grundsätzlich haben die Gerichte ja entschieden, dass eine IP-Adresse personenbezogen ist. Von daher fällt das, also in dem Fall ist es ein personenbeziehbares Datum. Das heißt, die IP-Adresse kann man auflösen zu einer natürlichen Person. Genau. Also hier ist nochmal die Frage, was bedeutet IP-Adresseübertragung überhaupt? Das heißt halt einfach, jeder, der auf einer Website sich bewegt mit seinem Computer, hat eine eigene Identifikationsnummer. Und Analyse-Tools, zum Beispiel Google Analytics oder eTracker oder Matomo, Piwik, wie sie alle heißen, die nehmen diese IP-Adresse, um den Nutzer zu erkennen. Und was Thorsten gerade sagte, es ist ein persönliches Datum, ist deshalb schützenswert. Und deswegen werden diese Daten halt per SSL auch verschlüsselt übertragen. Beziehungsweise sollte man die natürlich auch, kann man sie auch entsprechend anonymisieren, indem man halt das letzte Oktett, die letzten drei Ziffern halt auch entsprechend löscht bei der Übertragung. Genau. Exakt, dafür habe ich dann später noch ein konkretes Beispiel. Ja. Eine Frage war auch, müssen E-Mails mit den Daten eines Kontaktformulars transportverschlüsselt werden? Ja, müssen sie. Also wir haben ja sowohl bei der Newsletter-Anmeldung haben wir in der Regel einen Nachnamen zum Ansprechen und eine E-Mail-Adresse, also ein personenbeziehbares Datum. Bei Anfragen zum Muster beispielsweise oder ich möchte ein Angebot oder Fragen zu einem Produkt werden auch immer personenbezogene Daten angegeben. Das heißt, im Kontaktformular haben wir in der Regel personenbezogene Daten und auch dann haben wir die Verschlüsselung einzusetzen, wieder nach Stand der Technik. Genau. Eine schwierige Frage ist, Tobias, ich mache einfach mal, ne? Wenn du ja, ne, einfach sehr rein. Gerne. Ist Google Analytics denn heutzutage überhaupt noch erlaubt? Schwierige Frage. Ja. Also grundsätzlich ja, mit Einwilligung. Das zeige ich aber später, würde ich an dieser Stelle gerne zurückstellen. Wie wir uns denn eine Einwilligung einholen für die unterschiedlichsten Tools? Also betrifft ja nicht nur Google Analytics, es betrifft auch Video- und Kartenmaterial, das man anbietet. Ja, gute Frage noch. Was taugen Let's Encrypt-Zertifikate gegenüber kostenpflichtigen Zertifikaten? Vielleicht kurz für die, die es nicht wissen, Let's Encrypt ist ein kostenloses SSL-Zertifikat, was man sich installieren kann. Gute Frage. Let's Encrypt.
Also man muss natürlich immer gucken, aus welcher Quelle das Zertifikat kommt, welche Gültigkeit das Zertifikat hat, ob es vertrauenswürdig ist. Ich könnte die Frage, würde ich gerne mal mitnehmen und im Nachgang beantworten wollen. Also viele Hoster, auch wir bieten das halt mit an. Also bei unseren kostenlosen Inklusiv-Zertifikaten sind das Lens-Encrypt-Zertifikate. Das ist Okay. eigentlich auch ist nicht weiter wild. Noch eine einfache Frage. Sehe ich die Verschlüsselung an der Angabe HTTPS? Fragezeichen. Ja, genau. Also wenn da oben HTTPS in der Browserzeile steht und wenn man das noch sieht, dann heißt das, okay, das Ding ist verschlüsselt. Genau. Oder viele Tools, also oder Mozilla Firefox bietet das auch an. Man sieht es hier vielleicht am Bildschirm. Wenn man auf das Schloss klickt, Verbindung sicher. So, das heißt, es ist auf jeden Fall TLS oder SSL-Verschlüsselung eingesetzt. Okay. So, dann würde ich gerne Okay. weitermachen. Einbinden von YouTube und Kartenmaterial. Die zwei Punkte habe ich auch aufgenommen, zumal sie auch viel in den Fragen vorkamen vorab. Bei Video, es gibt natürlich verschiedene Tools. Also wir haben ja nicht nur YouTube als Videoplattform, wir haben auch Vimeo und Vistia als Plattform. Hier muss man natürlich jedes Tool einzeln betrachten. Wo sitzt der Anbieter? Wie sind seine Datenschutzeinstellungen? Welche Daten erhebt er und welche Daten übermittelt er? Bei YouTube ist es so, dass es zwei Wege gibt, YouTube einzubinden. Früher war es so, dass auch personenbezogene bzw. personenbeziehbare Daten von YouTube erhoben wurden und übermittelt wurden. Das heißt, immer dann, wenn personenbezogene und personenbeziehbare Daten übermittelt werden an ein Drittland, ist das nicht ohne Einwilligung möglich. So, das ist ein Datenschutzverstoß. Daraufhin hat YouTube reagiert und bietet nun einen erweiterten Datenschutzmodus ein, das sogenannte Framing. Das heißt, das muss man bei der Implementierung von YouTube-Videos beachten auf der Seite. Es gibt auch eine Vielzahl von Plugins, um YouTube datenschutzkonform einzubinden. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, über ein Cookie-Consent-Tool uns die Einwilligung einzuholen für die externen Dienste wie Video- und Kartendienste. Das zeige ich euch zwei Folien weiter. Die Einbindung von Google Maps sieht ähnlich aus. Also zum einen ist es wichtig, man sieht das hier auf diesem Screenshot, for development purposes only, also hier nur ein kleiner Ausschwenker. Seit 2018 ist die Einbindung von Google Maps lizenzpflichtig. Und wenn man so eine Darstellung sieht, purposes only, also for development purpose only, heißt das, man hat den Key nicht gekauft und nicht bezahlt. Das wäre schon mal ein Verstoß aus lizenzrechtlicher Sicht. Dann ist natürlich so, Google erhebt auch hier schon personenbeziehbare Daten und wir bräuchten hier die Einwilligung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einige meiner Unternehmen, also meiner Kunden, haben hier so eine vorgeschaltete Einwilligung. So, das heißt, wollen Sie, das gilt sowohl für Videos als auch für Kartenmaterial. Wollen Sie die Videos und Kartenmaterial sehen, dann klickt man auf Einwilligung und erst dann startet die Seite. Entweder ist es ein Routenplaner, der startet, oder aber man sucht einen bestimmten Händler, der über Google abgebildet wird. So kann man das Opt-in, also das die aktive Einwilligung des Webseitenbesuchers, darstellen. Hier sind zwei Cookie-Content-Tools. Wir haben zum einen, das kennen die meisten, haben Sie schon gesehen, wir haben die essentiellen Cookies, die Statistik- und Marketing-Cookies. Also man kann hier beliebige, je nachdem, welches Tool man einsetzt, man kann hier beliebige Reiter einsetzen und erweitern. Hier sind es jetzt drei, essentiell Statistik und externe Medien. Man könnte auch noch zwischen Statistik und Marketing unterscheiden. So, externe Medien beispielsweise wäre der Einsatz von Video- und Kartendiensten. Dann hätte man sich das gespart, dass man am Anfang hier die Einwilligung einholt. Dann könnte man das als also das Google Maps und YouTube ohne Einwilligung im Fortfolgenden bei den Webseitenbesuchen umsetzen. Genau, das hier ist Borlabs Cookie. Das war auch eine Frage. Wir haben ja verschiedene Anbieter. Allerdings darf ich keine Empfehlung geben. Von daher, es gibt ja Borlabs
Cookiebot und wie sie alle heißen. Da muss man bitte selbst recherchieren. Wir selbst als mein Datenschutzbeauftragter werden das auch anbieten. Ein Cookie-Consent-Tool, momentan, das ist ein kleines Preview. Man kann jeweils die Farben hier anpassen, also in Ihrem Corporate Design des Unternehmens. Wir haben ausgegeben die einzelnen Statistik-Tools an sich. Das könnte man aber zukünftig, also ist es so, wird umgesetzt, wie auf der linken Seite dargestellt, dass man tatsächlich Gruppierungen bildet und die entsprechenden genutzten Tools hier abbildet. So, wie kann ich nun, Timo hat es vorhin kurz angesprochen, wir können bei der Übertragung der IP-Adresse das letzte Oktett ausschalten. Das heißt, damit wird die IP-Adresse anonymisiert, ist nicht mehr zuordnenbar. Man kann das machen mit Ghostery, das habe ich mir installiert, als datenschutzorientierter Webblocker, um Google Analytics im Vorfeld zu deaktivieren. Man kann aber auch Google Ghostery, nicht Google Ghostery, man kann das Tool Ghostery auch wieder für Mozilla Firefox einsetzen, um Tools zu identifizieren, die auf seiner Webseite eingesetzt werden. Das heißt Analyse-Tools, Tracker-Tools und Fingerprint-Tools. Allerdings ein kleiner Hinweis, viele belächeln nämlich dieses Add-on, das Ghostery, es weist auch False Positives aus. Das heißt, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass jedes dieser Tools noch aktuell eingesetzt wird. Von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Genau, ich zeige euch mal, wie man das nun überprüft, ob die Anonymisierung von Google Analytics tatsächlich umgesetzt ist. So, wir haben hier zum Beispiel eine x-beliebige Webseite, besuche ich mal. Ich habe hier einen Touristikanbieter gewählt. So, ich habe Ghostery natürlich im Einsatz, habe es aber jetzt, um herauszufinden, ob Google Analytics eingesetzt wird, auf Pausieren gestellt. Im Mozilla Firefox und auch im Chrome habt ihr die Möglichkeit, oben rechts über die Einstellungen Webentwickler-Tools und dann Webkonsole bzw. Inspector die Erweiterung aufzurufen. So, mit dieser Erweiterung kann man nun über die Netzwerkanalyse feststellen, ob die Anonymisierung umgesetzt ist. Man muss hier auch entsprechend einen Filter setzen. Analytics. Akzeptieren vorher natürlich. So. Ich zeige auch euch gleich einen großen Nachteil. Der große Nachteil, wenn man das anonym überprüft, dauert natürlich relativ, wenn man das manuell überprüft, dauert natürlich relativ lange. Ich nehme jetzt einfach mal die Präsentation zu Hilfe. So, wie gesagt, ich habe den Webinspektor aufgerufen, die Netzwerkanalyse aktualisiert. Hier habe ich den Filter gesetzt auf Google Analytics. Hier kommen mehrere Einträge und unter dem zweiten Eintrag Google Analytics steht hier rechts ein AIP für Anonymized IP, also anonymisierte IP, der Wert 1, das heißt True. Das heißt, das letzte Oktett ist hier anonymisiert worden. Das Ganze setzt man um mit dem Google Tag Manager. Also der Google Tag Manager heute bietet die Möglichkeit, die Anonymisierung auf True oder False zu setzen, einfach per Klick. Früher oldschool-mäßig war das nur möglich, wenn man einen weiteren Code-Snippet in die Webseitenprogrammierung, also in die Darstellung implementiert hat und das per Code unterbunden hat. Man hat hier gesehen, ich habe ziemlich viel rumgeklickt. Mit dieser Methode hat man natürlich nicht alle, also man muss zum einen die Google Analytics an sich, ob es auf Ja oder Nein umgesetzt, und man muss auf jeder Seite, wo Google Analytics eingesetzt wird, das kann man ja auf verschiedene Unterseiten machen oder auf verschiedene Begriffe, wie auch immer,
muss man jede Seite anklicken, um die einzelnen ja, GAs zu identifizieren, auch die Cookies und ob da alles anonymisiert ist. Das macht es sehr umfangreich, natürlich. Deshalb gibt es eine sehr gute zweite Methode, und zwar die Check Google Analytics von der Uni Bamberg. Die haben die Seite bereitgestellt. Ich habe euch die Seite natürlich auch in das Handout gepackt, damit ihr das gerne mal ausprobieren könnt. In dieser Seite würde man jetzt eingeben, beispielsweise www.meindatenschutzbeauftragter.de. Und dieses Analyse-Tool scannt die komplette Seite und sagt euch dann, zum Beispiel drei Treffer, zeigt drei Treffer aus auf Google Analytics und zeigt, erster ist grün, Google Analytics anonym eingesetzt, zweiter Treffer, Google Analytics anonym eingesetzt. Oder zeigt auf, dass ihr Google Analytics nur teilweise anonymisiert habt. Das er weist euch auch den Code vom Pixel und von dem Skript aus, wo die Webagentur danach suchen kann, wo jetzt genau Google Analytics im Einsatz ist. Fragen bis hierher? So. Ja, ich habe ja schon so ein paar Fragen nebenbei beantwortet. Ich weiß nicht, was Tobias nebenbei alles beantwortet hat. Also hier ging es auch so um IP-Adressen nochmal, das noch zu erklären. Ja, der Check-Domain-Baukasten hat ein eigenes SSL-Zertifikat, das automatisch aktiviert ist, sobald man den Baukasten veröffentlicht. Genau. Genau, hier ist nochmal eine spannende Frage, Thorsten, die kannst du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit beantworten. Beim Eintreten der Website, da geht es auch im Grunde genommen um den Consent Manager, ob alle Cookies dort angezeigt werden müssen in dem Consent Manager, die dann auch alle dementsprechend an- oder abgewählt werden können, oder ob es ausreichend ist, die Abfrage so zu gestalten, entweder ich akzeptiere alle Cookies oder ich lehne alle Cookies ab, auch wenn die Website dann dementsprechend Einschränkungen hat. Okay, komme ich gleich dazu im gleich folgenden Abschnitt Cookies. Super. Würde ich an der Stelle gerne zurückstellen. Spannende Frage, da ist vielleicht auch Timo der Experte. Welche Alternative zu Google Analytics kannst du empfehlen? Ich glaube, da könnte man ein eigenes Webinar voraussetzen, oder? Tatsächlich, wir haben also, wen es interessiert, wir haben auch das generell als Frage, also ihr findet unsere Webinare von Checkdomain alle unter checkdomain.de/Webinare und die sind auch alle bei YouTube zu finden. Auch die von Alpha Hosting, die von Dogado, wir machen das momentan so ein bisschen durcheinander. Da gibt es auch ein Webinar zum Einsatz von Google Analytics, aber als Alternative zum Beispiel gibt es eTracker aus Hamburg, die schon lange da am Start sind. Als deutsches Unternehmen bietet sich das an. Dann gibt es zum Beispiel auch nochmal Tomo, was früher PIVIC hieß. Das ist auch ein Tool, was man, ein Analyse-Tool, was man sich selbst installieren kann auf seinem Server. Das heißt, die Daten bleiben dann auf dem eigenen, im eigenen Raum quasi und gehen nicht an Dritte. Das kann man noch machen. Also Matomo als kostenlose Alternative, eTracker als kostenpflichtige Alternative. Ich weiß die Preise jetzt aktuell nicht, ich habe das lange nicht mehr eingesetzt, aber früher waren es so irgendwie ein Zehner pro Monat für die Statistik tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Tools im Kopf habt. Also ich weiß, dass Google mittlerweile an künstlicher Intelligenz arbeitet, um das so ein Stück weit zu umgehen, beziehungsweise als neues oder ja, Nachfolgetool von Google Analytics einzusetzen. Okay. Aber ansonsten stimme ich dir zu, Tomo Pivik. Ja. Genau. Genau, das war die Frage, ja. Sehr schön. Okay. Ja. Gut. Ich glaube, die Frage war dann erstmal dementsprechend beantwortet. Ja. Ja. Habt ihr noch einen Tipp für ein WordPress-Plugin für die Cookie-Consent-Geschichte? Also Cookiebot kenne ich, meine ich. Genau, Cookiebot ist für WordPress, ja. Genau. Das ist auch das einzige mir Bekannte. Ja, also Cookiebot ist die Antwort. Hatte ich auch schon reingeschrieben. Okay. Genau. Okay, cool. Dann würde ich gerne auf das Kapitel Cookies eingehen. Wie finde ich die denn überhaupt raus? Eine Frage war ja noch, muss ich denn alle Cookies angeben? Ja, im Rahmen der Informations- und Transparenzpflicht an den Webseitenbesucher muss ich alle Cookies angeben.
Die Cookie Consent Tools an sich sind ja so aufgebaut, dass sie oben essentiell, wir haben das gesehen, essentiell Statistik, externe Medien, Marketing aufgebaut sind. Und wenn man auf die individuellen Einstellungen geht, dann sieht man jeweils unter Statistik, welche Tools und welches Cookie eingesetzt wird. Zur Überprüfung für zu Hause habe ich auch wieder einen Cookie Quick Manager, heißt das Add-on, mitgebracht. Zeige euch aber auch, wie man das manuell prüfen kann, auch wieder mit den Onboard-Tools von Mozilla Firefox oder Chrome. Ja, Moment. Und zwar, wir haben wieder, also wir gehen auf Webentwickler, Inspektor oder Webkonsole, das ist gleich. Die sind nämlich beide hier aufgebaut. Wir haben hier den Webspeicher im unteren Drittel. Und hier sind nun alle Cookies aufgeführt, die eingesetzt werden auf dieser Seite. So, das heißt, wir haben hier Session-Cookies von JSession. Das gibt es auch für die Programmiersprache PHP, PHP-Session-ID. Ganz wichtig ist, wenn wir, was auch die Cookie-Consent-Tools abbieten, wie heißt das Cookie? Es gibt eine Beschreibung zu dem Cookie, hier jetzt nicht aufgeführt. Wo man die Beschreibung herkriegt für das Cookie, zeige ich euch. Wer ist der Anbieter? In diesem Fall kommt es von der Webseite selbst. Und wann ist die Ablaufzeit, also das Ablaufdatum? Sitzungsende, das heißt, das hier sind alles Session-Cookies. Google Analytics hat wahrscheinlich eine andere Laufzeit beispielsweise. Aber so könnte man die Cookies herausfiltern mit dem Webspeichertool und dem Onboard-Mittel. Die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, das Cookie-Tool, dieser Cookie-Manager. Dann hat man hier oben einen kleinen Keks für Cookies. Sagt hier Cookies suchen auf ITS beispielsweise. Und auch hier bekommt man dann die eingesetzten oder gefundenen Cookies angezeigt. So, all diese Cookies, wie gesagt, sind zu beschreiben. So. Ich gebe noch mal eine andere URL ein. Bundesregierung.de. Natürlich zum Thema. So. Hier sieht man jetzt auch wieder die Cookies, die mit PK anfangen. Das ist auch der Bogen, den ich dann zu Timo schlage. PK steht für PIVIC. Das heißt, die Bundesregierung setzt als Alternative zu Google Analytics PIVIC ein und müsste das dann entsprechend auch in ihren Datenschutzhinweisen ausgewiesen haben. So. Nun die Frage, auch eine Frage war, muss man bei nur technischen Cookies ein Banner, ein Cookie-Banner oder ein Cookie-Consent-Tool nutzen? Nein, muss man nicht. Die Frage habe ich auch mit den Aufsichtsbehörden besprochen. Bei Einsatz von rein technischen Cookies muss kein Cookie-Banner erfolgen. Das zum einen. Es reicht, wenn man in der Datenschutzerklärung oder in den Datenschutzhinweisen die technischen Cookies hier beschreibt. Auf der anderen Seite, wir haben gesehen, dass essentielle Cookies in einem Cookie-Consent-Tool nie anwählbar sind. Das heißt, die werden immer gesetzt, weil die unbedingt notwendig sind, um die Seite überhaupt bereitzustellen. So, die zweite Möglichkeit ist, das Cookie-Consent-Tool einzusetzen. So. Dazu nutze ich ganz gerne die PwC-Seite. Die haben ein Cookie-Consent-Tool von Trust. Moment. Baut sich leider etwas langsam auf, aber ich hoffe, das können alle sehen. Hier oben ist das Cookie-Banner. An der Stelle sei schon mal erwähnt, das Cookie-Banner darf nicht über dem Button Impressum oder Datenschutzerklärung stehen, denn die müssen immer mit zwei Klicks erreichbar sein, unabhängig davon, ob man jetzt hier die Einwilligung anklickt oder nicht. Man sagt hier entweder Cookies akzeptieren oder Cookie-Einstellungen und erhält dann hier, man sieht das, OneTrust ist das Cookie-Consent-Tool und hier sieht man jeweils die Tools, die eingesetzt sind, also die Cookies immer aktiv. Moment. Und andere Tools bieten hier noch die Beschreibung an der einzelnen Tools.
So, und auch der eingesetzten Cookies. Und, zack. Auch das habe ich nochmal in die Präsentation, in das Handout gepackt, wie ihr denn zum Beispiel mit Mozilla Firefox über den Webentwickler oder den Inspektor die Cookies auslesen könnt. Ihr müsst immer dabei denken, es gibt auch eine Einstellung für Cache-Speichern, dass ihr immer wieder den Cache leert. Denn hier werden alle Cookies angezeigt, die ihr beim Webseitenbesuch, die gespeichert sind bei jedem Webseitenbesuch. Das heißt, wenn ihr vorher drei andere Seiten aufruft, dann werden auch entsprechend die Cookies zu den Seiten vorhergehend angezeigt. Das gleiche für Chrome. Hier heißt es unter weitere Tools, Entwickler-Tools, unter dem Punkt Application und Cookies kann man sehr schön die Cookies auslesen. Hier, wie gesagt, von der Bundesregierung.de das PIVI-Cookie. Und hier ist eine Seite cookiedatabase.org beispielsweise oder www.ccm19.de. Hier könnte man nach dem Cookie suchen. Also wir hatten ja zuvor das Cookie underscore PKUID oder GA für Google Analytics. Das heißt, man würde auf eine der Seiten gehen, auf dieser Cookie-Datenbank-Seiten, würde dort das Cookie eintragen und würde dann ausgespuckt bekommen, wer ist der Anbieter, was ist die Beschreibung, ist es ein Session-Cookie, ist es ein langfristiges Gesetzes-Cookie oder was auch immer. Die Ablaufzeit hat man dann aus dem Cookie-Web-Inspektor und so hat man alle Angaben, die man für eine Datenschutzerklärung beziehungsweise für das Cookie-Consent-Tool auch benötigt. Es gibt sicherlich noch weitere Datenbanken zu Cookies. Ich habe hier beispielsweise mal zwei aufgeführt, unter denen man die meisten findet. Genau. Haben wir weitere Fragen? Ja, so langsam sind sie warm geworden, unsere Zuhörer, das ist sehr schön. Frage kommt häufig, finde ich auch schwierig zu beantworten. Was sind technische Cookies? Oder wie wird das eingegliedert? Ja, technische Cookies sind nur die Cookies, die notwendig sind, um die Unternehmenswebseite bereitzustellen. Das also heißt, zum Beispiel die Inhalte. Warenkorbfunktion oder. Ja. Genau. Solche Dinge. Ja. Also, es gibt natürlich auch Marketing-Cookies, wie zum Beispiel so ein Facebook-Remarketing-Pixel oder Google Ads Remarketing Pixel oder Google AdSense, also Banneranzeigen zum Beispiel. Wobei das auch wichtig ist, vielleicht der Hinweis, dass das Cookie-Tool, das man verwendet, nicht das ganze Banner ausblendet, sondern nur die Remarketing-Funktion von Google quasi ausschaltet. Also wenn ihr eine Website betreibt und mit der ihr Geld verdienen wollt, ihr habt da Banner drauf und ihr habt ein Cookie-Consent-Management-Tool, das die Banner ausschaltet, dann verdient ihr kein Geld mehr. Das Tool muss quasi an Google übermitteln, das funktioniert, an Google AdSense in diesem Fall, dass dieser Nutzer keine Remarketing-Funktion wünscht. Das heißt, der bekommt halt irgendwelche Banner angezeigt entsprechend, aber wird halt nicht weiter getrackt. Und das ist nochmal der feine Unterschied. Das ist echt ein komplexes Thema. Eine Frage war auch, ob man denn die Seite so stehen lässt, bis der Benutzer eingewilligt hat oder abgelehnt hat. Das würde ich nicht empfehlen. Also wir haben das in der Regel so umgesetzt und auch die meisten Hosting-Anbieter. Wir haben die Einwilligung, aber alle Tools, die eine Datenübermittlung in ein Drittland oder Marketing-Analyse-Tools, werden nicht gestartet, bis die Einwilligung gesetzt ist. Aber man kann natürlich schon durch die einzelnen Unterseiten des Unternehmens scrollen. Ansonsten ist die Seite ja tot und der Webseitenbesucher in der Regel schnell auch wieder weg von der Seite. Das kann ich nicht empfehlen. Das auch ein Riesenproblem für die ganze Benutzbarkeit der Seite halt. Ne? Das ist gerade auch schon gesehen, wenn auf einmal ein Cookie-Banner irgendwie auf dem Datenschutz-Link drüber klebt, noch schlimmer aus Marketing-Sicht oder aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist, wenn dann auf einmal der Warenkorb verdeckt wird oder solche Geschichten passieren halt ganz häufig. Also checkt eure Seiten, ob euer Cookie-Banner-Tool, was auch immer da jetzt gerade eingeblendet wird, wichtige Elemente verdeckt und man die Seite nicht benutzen kann. Es kann auch sein, dass man auf einmal Elemente zum Navigieren, also es gibt auch Leute, die ihre Navigation komplett mit so einem Tool verdecken. Nicht so geil. Okay. So, was haben wir noch? Thorsten, hier kam noch die Frage auf, zählt ReCAPTCHA zu den technischen Cookies?
Recapture. Ja, Recapture ist ein technisches Tool, denn man will ja die Sicherheit der Seite erhöhen. So, und da ist die Zulässigkeit, also man darf Daten, personenbezogene Daten ohne, also anders, man darf personenbezogene Daten erheben mit Einwilligung oder aber wir haben das ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Litera F DSGVO des Unternehmens und das nämlich ist hier der Fall bei diesem Recapture, der Schutz, dass man nicht, ja, dass man nicht skriptbasierte Anfragen bekommt oder automatisierte Anfragen, sondern manuell über das Recapture Eingaben erfordert. Die meisten kennen von euch das Recapture als Ampelsystem, das ist die Oldschool-Version. Heute ist auch künstliche Intelligenz durch Google umgesetzt. Das Recapture erkennt, ob ein Mensch dahinter sitzt oder nicht und anhand dessen Bewegungsprofil auf der Webseite erscheint dann nicht mehr dieses Ampelsystem, sondern einfach Recapture und warten Sie einen Moment und wird dann entsprechend weitergeleitet. Also Recapture ein notwendiges technisches Cookie, das aber auch in der Datenschutzerklärung und den Datenschutzhinweisen beschrieben werden muss. Wie sieht es mit Cookie-Erklärungen auf nicht kommerziellen Seiten aus? Muss das erfolgen? Auf nicht kommerziellen Seiten. Ja. Einer, ja, ich habe auch die Anfrage bekommen, ob man das auf Vereinsseiten beachten muss. Natürlich. Also die DSGVO unterscheidet nicht zwischen kommerziell und nicht kommerziell, sondern sie sagt, wir haben das eingangs habe ich das erklärt und das Telemediengesetz, aber auch die DSGVO sagen, dass personenbezogene Daten zu schützen sind. So, unabhängig davon, ob kommerziell oder nicht kommerziell genutzte Webseite. Also immer dann, wenn personenbeziehbare und personenbezogene Daten übermittelt werden über die Webseite, dann müssen wir sowohl die Verschlüsselung als auch Cookie-Content enthalten. Also die Information der Webseitenbesucher, die Transparenz, müssen wir auf beiden Wegen wahren. Genau, also auch nicht kommerziell. Genau. Noch eine Frage, die kam vorhin auch schon im anderen Zusammenhang. Zum einen, werden schon Cookies gesetzt, wenn man ein YouTube-Video verlinkt oder auch ein Facebook-Profil verlinkt? Also nur es geht nur ums Verlinken, so wie ich es verstanden habe. Also wenn man einen Link zu seinem Facebook, hier findest du unsere Facebook-Seite, klick. Oder hier findest du Videos von uns, klick. Meines Erachtens werden keine Cookies gesetzt, nur dann natürlich, wenn man die Seite besucht. Aber dann ist es Facebooks Problem oder YouTubes Problem. Exakt, das wäre auch heute meine Empfehlung, also für eine datenschutzkonforme Einsatz von Instagram, Pinterest, Facebook und wie sie alle heißen. Wir setzen das, also eine Grafik, die ist ja frei verfügbar, beziehungsweise zur Nutzung freigegeben von Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, wie sie alle heißen. Man setzt die Grafik und in dem Quellcode der Webseite setzt man einen Hyperlink auf die entsprechende andere Seite und dann ist das datenschutzkonform eingesetzt, weil wir die Seite, also weil wir das eben nicht erheben. Genau. Anders wäre es der Fall, wenn wir das Cookie eingebunden hätten von Facebook, ja, und man vorher angemeldet ist, dann würde während des Absprungs das erhoben werden. Habt ihr Erfahrung, ob Cookie-Banner oder Consent-Tools als Conversion-Killer schon identifiziert wurden? Also aus unserer Sicht können wir sagen, ich glaube nicht, nee. Also unsere Zahlen stimmen. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass es nichts Wichtiges verdeckt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Scheiden sich die Geister, sagen wir es mal so. Also es ist natürlich wesentlich einfacher, ohne dieses Tool, sage ich jetzt mal natürlich, die Sachen zu tracken und seine Website zu verbessern. Trotzdem muss man natürlich aus Transparenzgründen die Möglichkeit geben, einfach diese Speichermöglichkeiten nicht mehr zu haben. Wir generieren auch nach wie vor vernünftig Anfragen, auch mit Cookie Consent Tool. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es doch teilweise ja, für die Leute halt schwierig ist, das nachzuvollziehen, wo diese Anfragen herkommen. Und das ist ja die Krux an der Sache. Also der Conversion Killer ist es nicht, aber die Ausmessbarkeit ist natürlich teilweise nicht mehr gegeben, was den Website-Betreiber an sich das Leben so ein bisschen schwer macht. Ja. Genau. Okay. Gut,
Das war es erstmal von der Fragenfront. So. Okay, Moment, jetzt hängt er gerade. So, jetzt. Das nächste Kapitel, der nächste Part, wäre die Datenschutzerklärung. Warum brauchen wir eine Datenschutzerklärung? Das hatte ich mehrfach schon gesagt. Zur Wahrung der Transparenz und Informationspflicht gegenüber den Webseitenbesuchern. Also welche Tools setzen wir ein, welche Daten erheben wir. Ich habe hier beispielhaft ein paar Punkte aufgenommen. Wir müssen die verantwortliche Stelle nennen. Das heißt, in der Regel ist das der Anbieter aus dem Impressum, ist die verantwortliche Stelle. Zweck der Datenerhebung, wir haben unterschiedliche Zwecke, zum Beispiel für die technischen Cookies haben wir einen Zweck zur Darstellung unserer Unternehmenswebseite. Oder wir haben einen Shop, dann haben wir entsprechend den Verarbeitungszweck für die Einkaufsabwicklung. Oder wir haben ein Bewerbermanagementportal, dann ist der Zweck eben die Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses oder Anbahnung des Beschäftigungsverhältnisses. Wir geben an die Rechtsgrundlagen, auf welchen wir die Daten erheben, auf welchen wir die Daten verarbeiten. Wir geben Löschfristen auch an für Bewerbungen, insbesondere auch für die Cookies, hatte ich auch schon gesagt. Wir geben die Drittanbieter an und wir geben die Rechte der Betroffenen an. Die Rechte der Betroffenen sind das Recht auf Löschung, das Recht auf Auskunft, Artikel 14, 15 DSGVO. Was gilt es noch bei der Datenschutzerklärung zu beachten? Eine Frage war auch, wie kann ich sicherstellen, dass meine Seite abmahnkonform ist? Oder abmahnsicher, nicht abmahnkonform, sondern abmahnsicher. Sie muss immer auf dem aktuellen Stand sein. So, das heißt, die Datenschutzerklärung muss immer dann, wenn wir neue Tools einsetzen, wenn wir einen Relaunch machen, wenn wir neue Cookies einsetzen, immer auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die Webseiteninhalte inklusive der Auswertetools. So, es muss auch ein Monitoring erfolgen. Ja, was hat sich zum Beispiel geändert, was hat sich nicht geändert? Ich zeige das nachher noch in unserem Beispielbericht, wo aufgeführt wird, was sich seit der letzten Änderung an Analyse-Tools und Marketing-Tools ergeben hat, auch an Cookies. Eine Frage war, was ist mit Datenschutzgeneratoren? Müssen individuell angepasst werden. So, die Datenschutzgeneratoren, die meisten sind bekannt von den Großen. Da ist natürlich so, das ist sehr allgemein formuliert. Die verantwortliche Stelle wird genannt, die Rechte werden genannt, das ist noch sehr generisch. Was aber nicht mehr und auch nicht vollumfänglich von den Datenschutzgeneratoren angepasst wird, sind die eingesetzten Tools, die eingesetzten Cookies. So, sondern nur die Standarddinge werden ausgewertet. Von daher ist es natürlich so, dass eine Datenschutzerklärung die Tools beinhaltet, die nicht eingesetzt werden, abmahnfähig ist, aber auch wenn Tools eingesetzt werden, die nicht beschrieben sind in der Datenschutzerklärung, abmahnfähig sind. Also beide Wege. Das heißt, die eingesetzten Tools müssen sich auch immer wieder in den Datenschutzhinweisen und der Datenschutzerklärung finden. Man muss alle Tools prüfen, hatte ich eben schon gesagt. Prüfen, ob personenbezogene Daten übertragen werden. Man muss das TLS-Zertifikat tatsächlich, entweder man setzt es ein für die Hauptseite und für alle Subdomains oder man setzt das TLS-Zertifikat lediglich für die Seiten ein, für die zum Beispiel gilt, dass personenbezogene Daten übertragen werden, wie zum Beispiel das Kontaktformular oder aber den Shop für die Unterseiten. Könnte man so machen. Wir müssen eine Verarbeitungstätigkeit erstellen natürlich. Wer ist der Drittanbieter in dieser Verarbeitungstätigkeit? Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? An wen werden sie weitergeleitet? Wie sind die Löschfristen? Wir haben auch, ich habe das mal hier unter die Datenschutzerklärung gepackt, um eine abmahnsichere Webseite zu betreiben, natürlich auch auf ein vollständiges Impressum zu achten. Wenn wir den Newsletter, das Newsletter-Abo anbieten, immer als Double Opt-in, das heißt, man trägt sich ein in den Newsletter, bekommt per E-Mail eine Bestätigung geschickt, dass man sich angemeldet hat für den Newsletter und muss dann nochmal aus diesem Newsletter eine Bestätigung zur Anmeldung herausschicken, dass man auch der richtige Empfänger des Newsletters ist, des Newsletter-Abos. Das ist das Double Opt-in. Man muss auch immer die Bilder mit Quellenangabe wegen Lizenz und Urheberrecht. Also das heißt, wenn man eigene Bilder macht, ist es natürlich ideal. Wenn man gekaufte Bilder oder Fotografenbilder einsetzt,
muss man immer auch die Quelle angeben von denjenigen, von dem man die Bilder erhalten hat. Jetzt zeige ich euch noch ein Tool. So, das ist, wenn Sie jetzt sagen, wie würde denn so ein Anwalt abmahnen? Der sagt, ach ja, mein Datenschutzbeauftragter.de hat heute eine datenschutzkonforme Webseite. Ich habe aber oder ich kann beweisen, dass er das vor 2 Jahren zum Beispiel nicht hatte. Man muss natürlich dann die Gesetzeslage beachten, aber man hätte die Möglichkeit über archive.org, das ist die sogenannte Wayback Machine, kann man alte Webpages überprüfen. Man könnte jetzt auch hier Check Domain nehmen. Also hier ist die Wayback Machine. Man könnte hier checkdomain.de nehmen. So. Dauert einen kleinen Blick, kleinen Augenblick. Hier werden alle Zeiträume angezeigt, seitdem es diese Webseite gibt. Also von 2020 rückwirkend bis 1999. Man könnte jetzt hier auf ein beliebiges Jahr gehen, zum Beispiel 2015. Und überall dort, wo die Monats- oder die Tage hinterlegt sind, wird ein Snapshot von der Seite gemacht. Das heißt, hier könnte man rausfinden, ob damals die Seite, ob die Datenschutzerklärung konform war, ob der Rest Bundesdatenschutzgesetz konform war damals. Die DSGVO gilt ja erst seit 2018. So, das heißt, man könnte hier immer den jeweiligen Snapshot aufrufen und hätte so einen Nachweis, dass es nicht konform war in der Vergangenheit beispielsweise. Da würde ich euch bitten, das zu Hause mal selbst auszuprobieren. Warum auch immer öffnet er das jetzt nicht. Bis vor Zeiten Corona waren 50 Mbit schnell als Internetzugang. Heute natürlich, da alle zu Hause sind, öffnet sich das nicht. Aber so für euch zum Nachlesen im Handout. HTTPS, hier fehlt ein Doppelpunkt, sorry. Archive.org, das ist der Weg zur Wayback Machine. Das, was ich euch heute alles gezeigt habe, das sind alles Inhalte, wofür ihr abgemahnt werden könnt. Ihr habt die Cookies nicht beschrieben. Ihr habt die Datenschutzerklärung nicht vollständig, unvollständig oder habt zu viel beschrieben. Ihr habt keine TLS-Verschlüsselung eingesetzt. Ihr habt kein Impressum eingebaut. So. Ihr habt gesehen, wenn man das manuell prüft, ist das sehr zum einen fehleranfällig. Also da möchte ich jetzt auf Ghostory hinaus. Sehr zeitaufwendig. Man muss jede Seite prüfen, jede Unterseite prüfen, jedes einzelne Google Analytics Pixel herausfinden. Ihr habt natürlich, ihr müsst immer zu dem heutigen Zeitpunkt, also meine Entscheidung, also ich sagte zum Beispiel vorhin, dass Cookie Banner bei technischen Tools ist nicht notwendig. Das ist auch heute, also Tag heute, die aktuelle Ansicht der Aufsichtsbehörden. Kann aber nächstes Jahr schon wieder anders sein, wenn es andere Gesetzgebungen gibt oder andere eine Gerichtsentscheidung. So, das heißt, ihr müsst stets auf dem aktuellen Know-how sein. Wie sind die Gerichtsentscheidungen? Wie sind Prozesse, Gesetze so weiter ausgegangen? Sie müssen jedes Mal bei Änderungen, Anpassungen, ich habe anfangs die Marketingabteilung erwähnt, immer hinterher sein, dass man auch die Informationen bekommt. Wir machen zum Beispiel heute bei unseren Kunden einen monatlichen Review der Webseite, weil wir nicht garantieren können, dass die Marketingabteilung uns regelmäßig mitteilt, dass sie Änderungen vorgenommen hat. So, das heißt, die Datenschutzerklärung, die wir freigeben, wäre nie up to date. Und das stellen wir sicher, indem wir die monatlich prüfen und dann entsprechend auch die Texte anpassen. Oder aber der Webhoster stellt etwas um an seiner Verschlüsselung. Das würden Sie unter Umständen auch nicht mitbekommen. Er setzt einfach seine Verschlüsselung ein, TLS 1.2. Wir haben es gesehen bei Checkdomain mit unsicheren Cypher-Suiten beispielsweise. Auch das müssen Sie alles im Hinterkopf behalten. Die Vorteile, wenn Sie das mit meinem Datenschutzbeauftragten machen: Prüfen Ihre Webseite auf all die heutigen gezeigten Fälle. Das hatte ich eben schon gesagt. Dann Abmahnung sicher, stets aktuelle Texte in der Datenschutzerklärung. Viele haben noch alte Texte von Google Analytics. Google Analytics ist das Oldschool-Tool beschrieben beispielsweise. Und auch Google Analytics, so wie Office 365 und wer auch immer, ändert von Zeit zu Zeit seine Nutzungsbedingungen und auch die Texte für die Datenschutzerklärung. Das heißt,
bei uns haben sie die Garantie, dass sie immer die aktuell gültigen Texte haben. Auch das wär abmahnfähig, wenn man nicht den aktuellen Text in der Datenschutzerklärung zu den jeweiligen Tools beschrieben hat. Wir prüfen, listen auf und beschreiben alle eingesetzten Tools, also Tools als auch Cookies. Das regelmäßige Monitoring habe ich erwähnt, von monatlich. Bereitstellung eines Cookie-Consent-Tools habe ich Ihnen auch gezeigt. Einen detaillierten Bericht über Drittanbieter zeige ich Ihnen gleich noch, das wird sehr interessant. Und die Haftungs- und Abmahnthematik haben Sie natürlich an uns abgegeben, wenn wir das machen. Das heißt, wir empfehlen Ihnen, wie Sie Ihre Datenschutzerklärung zu gestalten haben, wie Sie Ihre Webseite zu gestalten haben und übernehmen dafür die Haftung und auch das Risiko einer Abmahnung. So. Jetzt zeige ich Ihnen mal einen Bericht. An der Stelle noch, wir bieten auch einen Check an. Da kann mich gerne Tobias noch ergänzen, wenn er möchte. Und zwar auf www.meindatenschutzbeauftragter.de, Datenschutz-Website-Scan, bieten wir einen Scan an. Wichtig ist an dieser Seite, Sie müssen immer entweder Sie haben HTTP eingesetzt oder Sie nutzen schon die Verschlüsselung, dann geben Sie HTTPS an. Doppelpunkt, /, www und dann Ihre Webseite, .de, .com oder was auch immer und starten dann den Scan. Genau, als kleine Vervollständigung vielleicht an der Stelle. Hier geht es wirklich um die Seite, die angegeben wird, also um die Startseite beispielsweise von Checkdomain. Wir wollen hier den Leuten aufzeigen, was habe ich eigentlich für Drittanbieter auf meiner Website? Wo gehen Daten hin? Wo fließen Daten ab? Wir haben hierhinter dann ein Kontaktformular geschaltet. Das heißt, wenn jemand wissen möchte, welche Cookies habe ich, welche Skripte sind eingebunden und so weiter und so fort, einfach die Kontaktdaten hinterlassen und wir schicken dann dementsprechend einen Bericht zu, welcher die Cookies aufzeigt und welcher die Drittanbieter aufzeigt, was im Umkehrschluss nachher wieder quasi wichtig ist für die Datenschutzerklärung. Wir haben auch einen Datenschutzerklärungskonfigurator bei uns auf der Webseite, welcher auch gerne genutzt werden kann. Hier kamen auch ein, zwei Fragen dazu auf. Ganz wichtig zu sagen ist immer, es ist ein Muster. Also die Datenschutzerklärungskonfigurator, das ist ein Muster, was ausgegeben wird. Es muss immer an die Website noch angepasst werden. Über diesen Datenschutz-Website-Scan kann ich sehen, was habe ich auf der Webseite, was muss ich dementsprechend einbilden in der Datenschutzerklärung. Und wenn dazu Fragen sind, kommt einfach zu uns durch und sprechen wir drüber. Okay. Das ist ein Beispiel aus diesem Webseitenscan, den Tobias eben erklärte. Welche Services wurden gefunden? Hier eine Aufzählung der Services. Ich zeige euch auch mal, wie ein ganz ausführlicher Bericht aussehen würde von uns. So. Das Logo hier natürlich der Kunde oder die Webseite wird hier eingefügt. Das Vorwort, was wir denn alles prüfen, also die kleinseitigen Anfragen, Hauptdomain, Subdomain, Datenübermittlung in Drittländer, eingesetzte Cookies, wobei das Tool immer eine simulierte Einwilligung prüft, Status der Verschlüsselung und Standort Ihres Servers. Auf der nächsten Seite wäre die Datenübermittlung an Drittstaaten, das heißt, hier ist aufgeführt, in welches Land geht das, von welchem Unternehmen und welches Produkt, zum Beispiel USA, Adobe, Adobe Typekit. An der Stelle fällt mir gerade ein, eine Frage war noch, ob man Google Fonts datenschutzkonform einsetzen kann, wenn man das nicht lokal nutzt. Die Frage aktuell, nein, gibt es nicht. Es ist immer noch ein Restrisiko, also wenn man nicht die lokale Speicherung von Google Fonts annimmt, ebenso wie bei Adobe Typekits. Wenn man dort, das ist übrigens kein technisches Cookie, wenn man das einsetzt, wird die IP übermittelt in die USA und das ist laut Ansicht der Aufsichtsbehörden heute nicht zulässig ohne Einwilligung. Man hat hier das Facebook-Plugin erkannt, so geht das weiter. Man hat hier die deutschen Tools erkannt, wie Wired Minds beispielsweise. Unser Bericht identifiziert alle eingesetzten Cookies mit dem Cookie-Namen, das ich vorhin gesagt habe. Wir hatten an dem Beispiel das PK, underscore PK und PW. Wir haben hier die Beschreibung des Cookies und wir haben das Ablaufdatum. Bei dem ersten zum Beispiel steht drin, es ist ein Session-Cookie, endet nach Ablauf der Session. Das Cookie endet 2020, das Cookie sogar erst 2022. So, das geht hier weiter mit den einzelnen
Cookies. So. Dann wird nochmal aufgezeigt, die Verbindung grafisch dargestellt. Zu wem geht das überall? Also YouTube ist auf ihrer Webseite eingebunden. In diesem Fall war auch Wireminds eingebunden, Vimeo als Darsteller von Videos parallel zu YouTube. Xing ist eingebunden, Microsoft. Wir haben hier eine Auflistung, das kann ich mal größer machen entsprechend. Wohin gehen denn die Datenverbindungen? Irland 1% außerhalb, also ein Drittstaat, die USA. Das ist in der Regel eine unzulässige Übermittlung. Da muss man dann gucken, je nachdem, wie man die Einwilligung hat. Deutschland 1% oder undefined. Da muss man natürlich dann nochmal mit der, mit dem Webhoster, mit der Programmierseite in die Hütte gehen. Was dahinter steckt, welche Tools eingesetzt werden. Wir bieten auch einen Vergleich an, zum Beispiel, Sie wurden gescannt am 26.03., der nächste Scan ist am 26.04. und am 26.07. Wir können das so machen, monatlich, quartalsmäßig, halbjährlich. Man sieht ganz schön, welche Snip oder welche Tools sind on top gekommen und welche wurden rausgenommen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, nämlich für die Anpassung der Datenschutzerklärung. In der Datenschutzerklärung würde man die Punkte jetzt zusätzlich aufführen, Xing, Adobe und Google Login entsprechend rausnehmen aus der Beschreibung. Denn ich sagte ja vorhin, es ist abmahnfähig, wenn man zu viel drin hat in der Datenschutzerklärung oder auch zu wenig. Hier ist das höchst eingesetzte SSL-Zertifikat eingesetzt. Im zweiten Halbjahr dieses Jahr werden wir dann auch die abwärtskompatiblen TLS-Versionen anzeigen mit den entsprechenden schwachen Cypher-Suiten. Der Serverstandort befindet sich in Deutschland. Auch das ganz wichtig. Handlungsempfehlungen. Und last but not least bekommen Sie, das sagte ich ja vorhin auch schon, immer den aktuellen Text zur Datenschutzerklärung. Also wir haben dann am Ende aufgeführt, unsere Webseite nutzt die Zählpixel-Technologie von Wireminds. Sie haben auch hier das Problem, also wenn Sie einen Datenschutzgenerator nehmen oder wenn Sie auf anderen Seiten gucken, wie denn die Tools in deren Datenschutzerklärung beschrieben sind, kopieren Sie den Text 1:1. Das kann unter Umständen abmahnfähig sein, wenn Sie denn gegen das Urheberrecht verstoßen. Hier ist es so gedacht, dass Sie diesen Text auf jeden Fall nehmen können und sicher sind, dass er durch keinen anderen mehr verwendet wird. So, das heißt, wir haben Wireminds beschrieben, wir haben hier den Google Tag Manager beschrieben. Alle Tools, die wir vorher gesehen haben, werden hier dann beschrieben, Google AdWords. Ja, so sieht ein vollumfänglicher Bericht aus mit den Handlungsempfehlungen. So. Haben wir noch Fragen an dieser Stelle? Ja, harter Stuff. Vielen Dank, Thorsten. Ja, also man sieht, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man datenschutzkonform eine Webseite darstellen möchte. Ja, ist die Frage, ob es überhaupt funktioniert halt, ne? Genau, es fragte auch, eine der Fragen war, ob man mit diesen Bausteinkastensystemen, ob man das datenschutzkonform einsetzen kann. Also man hat gesehen, es hängt natürlich auch vom Webhoster an, welche SSL setzt er ein, was überträgt man. Aber in der Regel, wenn man weiß, welche Tools man einbindet, wenn man die Datenschutzerklärung gemacht hat, wenn man die Cookies beschrieben hat, das Cookie Consent Tool einsetzt und alle Inhalte aus der heutigen Session, aus dem Webinar beachtet, ist es durchaus möglich, auch mit dem Baukastensystem das datenschutzkonform umzusetzen. Das sowieso. Ja, Tobias, hast du noch Fragen für die Allgemeinheit? Ich glaube, die Fragen sind alle relativ doll erschlagen. Ich hoffe, die Leute sind nicht ganz zu doll erschlagen über das Vorgehen, wie man so eine Website prüft. Ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist jetzt allen auch nochmal klar geworden. Auch wir mussten uns da mit auseinandersetzen, wie wir das einfacher gestalten können. Und sind jetzt mittlerweile in der Lage, das doch relativ gut und CI-konform dementsprechend darzustellen. Also wenn da Fragen zu auftauchen, wenn da im Nachgang noch Fragen zu auftauchen, wenn jemand eine Datenschutzerklärung braucht, einen Website-Check, kommt auf uns zu. Also wir freuen uns da auf jeden Kontakt, den wir herstellen können und schicken euch im Anfangsstadium auch gerne irgendwie einen Bericht zu, auch kostenfrei, wo euch schon mal mit weitergeholfen ist, gerade was Cookies und Drittanbieter angeht. Für alles Weitere müssen wir uns mal austauschen, was da dementsprechend gewünscht und gebraucht ist. Genau, super. Prima, ja. Vielen Dank, Tobi. Eine Ankündigung noch für das nächste Webinar. Timo?
Genau. Machst du das? Guter Hinweis. Ich schiebe jetzt für euch alle das, das PDF von Thorsten in die Unterlagen Schublade, so heißt das tatsächlich bei diesem Programm. Also jetzt wird gerade das Webinar PDF hochgeladen. Das könnt ihr gleich rechts bei euch sehen und runterladen. Solange das hochlädt, erzähle ich noch das zum nächsten Webinar. Das findet am 16.04. statt. Da geht es ums Thema Teamarbeit im Homeoffice, da wir jetzt ja alle ganz viel im Homeoffice sitzen und viele jetzt gerade mit ihrer Digitalisierung endlich starten müssen, haben wir dazu entsprechend ein Webinar vorbereitet zum Thema Office 365. Da geht es dann um, wie kann ich online mit meinen Kollegen an Dokumenten arbeiten, wo kann ich Dokumente zentral abspeichern und freigeben für meine Kollegen, wie kann ich mit der Software Teams, so heißt sie von Microsoft, die Skype abgelöst hat oder ablöst, chatten und telefonieren und Videotelefonie machen. Wie können wir Konferenzen mit dem Ding machen? Und das alles zeigen wir am 16.04. Das müsste Donnerstag sein, von 16 bis 17 Uhr. Und ihr könnt euch unter dem Link, den müsstest du jetzt mal, Thorsten, das geht aus deiner Präse rauskopieren und in das Nachrichtenfenster kopieren. Kriegst du das hin? Und? Einfach auf. Da könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Die Anmeldung ist geöffnet und wir werden auch dazu noch ein attraktives Angebot schnüren, dass ihr auch gleich kostenfrei mit Office 365 loslegen könnt. Genau, das ist das. PDF habe ich hochgeladen. Ja. So, ich habe das mal in den Chat gepackt. Auch das ist technisch für mich neu. Auch wenn ich euch gezeigt habe, dass ich schon technisch versiert bin mit dem Webseitencheck, ja. Aber es gibt manche Tools. Ich hoffe, das hat funktioniert mit dem Link. Ja, es kommt auch gleich die erste Meldung, dass, dass der URL-Shortener Bitly auch nicht ganz ungefährlich ist. Ja, ist richtig. Okay. Wenn wir alles datenschutzmäßig immer richtig machen würden. Zumindest kommt er von einer vertrauenswürdigen Quelle. Ja, genau. Aber ist ein richtiger Hinweis, genau. Der Link ist sonst so hässlich lang und lässt sich so schlecht kopieren. So, hat ich Spaß. Tatsächlich vielen Dank an die Datenschützer. Ja, vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Fragen habt, fragt die. Die haben Ahnung zum Thema Datenschutz und dem ganzen Kram. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Webinar. Da habt ihr nochmal die Kontaktdaten. Die hängen ja auch nochmal in dem PDF drin, was ihr jetzt runterladen könnt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder am 16.04. und bleibt gesund und kümmert euch um die Alten. Danke. Von uns auch. Bleibt gesund. Danke. Tschüss. Tschüss.